Ich will noch mal ganz, ganz kurz darauf eingehen, auf das letzte Selbstgespräch. Dieser Selbsttest, Bewusstseins-Selbsttest, ist unheimlich wichtig. Was ich mir dabei gedacht habe, ist, dass es erst einmal eine extrem vereinfachte Zusammenfassung ist, um was es bei Holofeeling eigentlich geht. Um Selbstbewusstsein, das man nicht besitzen kann, sondern das man nur sein kann. Und das ist jetzt das in der ganzen Esoterik, das ist dieser Geist, der vor allem steht, was er sich ausdenkt. Was jetzt aber nie richtig erwähnt wird, ist, dass sobald du dir den denkst, der vor allen Dingen entsteht, der schon wieder ein Gedanke ist. Darum sage ich, wenn du mich jetzt sprechen hörst, dann bist du Geist, du bist ewiger Geist. Ob du das jetzt in Maßsetzung deines jetzigen Intellekts glauben willst oder nicht glauben willst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Aber du hast ein riesengroßes Problem, wenn dein Ego mächtiger ist, das Geschwätz, dein anerzogener Intellekt mächtiger ist, wie das, was du überprüfen kannst. Unsere Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Aber ich gehe jetzt noch mal etwas genauer darauf ein. Also wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du wirklich ewiger Geist, du kannst es auch göttlicher Geist nennen. Alles, was ewig ist, ist nicht in der Lage, als Ding an sich zu existieren, weil alles, was existiert, zwangsläufig vergänglich ist. Und zwar schon wieder mit dem nächsten Gedanken, wo du denkst, würde dann dieser existierende Geist, ein Widerspruch in sich selber, ein Oxymoron, sich wieder im Nichts auflösen, das er selbst ist. Das Einzige, was dich daran hindert, das zu akzeptieren, ist dein Trockennasen auf dem Intellekt. Im Hintergrund der Wahn, der etwas Existierendes am Leben erhalten will. Das ist Materialismus. Eine Menschheit, einen Glauben, ein Weltbild, das spielt überhaupt keine Rolle. Und darum sage ich, wenn du jetzt in deine geistigen Archive gehst, es wird jetzt praktisch folgendermaßen aussehen, dass du zuerst einmal dich als Trockennasenaffe meinetwegen am Computer hinsetzt und du gehst ins Internet und suchst dir irgendwelche Internetseiten raus, wo von irgendeiner Vergangenheit was erzählt wird. Das ist etwas, was jetzt zu existieren beginnt in Form von Worten oder von Filmen und du meinst, das ist in der Vergangenheit passiert. Das ist deine Interpretation. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass du zuerst einmal feststellen wirst, dass immer, wenn jetzt in deiner jetzt ausgedachten Geschichte, das ist jetzt nur eine Blackbox wieder Kiste, die nennen wir einfach mal ausgedachte Geschichte. Und jetzt musst du Adressen eingeben, irgendwelche Orte auf deiner Sphäre, auf deiner Erdkugel, zum Beispiel Radix, das ist ein Radix-Horoskop und irgendein Datum eingeben und dann kannst du sagen, der Griech war dann und der Griech war dann. Und dann wirst du feststellen, dass aus deinem Internet auch kommt, wer den Griech gewonnen hat. Aber wenn du da genauer recherchierst, wirst du erkennen, dass der Kriegsgewinner immer dann festlegt, was eigentlich die Wirklichkeit ist und was auch Vergangenheit ist. Und da wir immer zwei Seiten haben, dieser schöne Satz, dass ich sage, hätte jetzt Hitler den Krieg gewonnen, der hat ihn übrigens auch gewonnen, Ja. dann würde dir jetzt eine ganz andere Vergangenheit erzählt, wer die Bösen sind und was, wie schrecklich die waren. Wenn dann die Welt des tausendjährigen Hitlerreich entstanden wäre, dann natürlich alles nur Gedanken. Geh bitte diesen Gedankengang mit und jetzt denkst du dir wieder, du spielst ein Videospiel. Eine offene Welt und da ist ein Kampf. Du wirst nur, du als Spieler, wirst eine von vielen Möglichkeiten erwecken auf dem Bildschirm, im Hier und Jetzt, in ständig wechselnden Bildern. Wir können ja schon einen Kampf zwischen zwei Menschen, du triffst auf irgendeinen Antagonisten und du musst mit dem kämpfen in einem Videospiel. Dann gibt es erst einmal zwei Möglichkeiten, entweder gewinnst du diesen Kampf oder du verlierst ihn und je nachdem, ob das eine oder das andere jetzt aufgrund deiner Fähigkeiten am Joystick passiert, wird der Film, sprich dieses Spiel, dein Lebensfilm anders weiterlaufen. Das heißt, es gibt auf dieser göttlichen Matrix auch die Spur, dass der Hitler gewonnen hat. Mir Absolut. fällt jetzt gerade so spontan dieser Witz ein, weißt du wieso, dass in Europa so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden? Weil Hitler den Krieg verloren hat. Das wäre nicht der Fall, wenn er gewonnen hätte. Und ich rufe jetzt ganz kurz in deine Erinnerung, ich glaube im Bleinfeld-Vortrag, in irgendeinem der Bleinfeld-Vorträge habe ich dieses YouTube-Video gezeigt, wenn nicht, such es dir her. Und zwar gibt es da so Zeitrafferaufnahmen Europa, die Entwicklung Europa der letzten 1000 Jahre, wo ganz speziell das Bohemien sich nahezu nicht verändert. Das Tschechien, was da Tschechien so besonders sein soll, wirst du dir jetzt fragen. Aber lass es stehen und dann hast du ja die Fürstentümer des Deutschland, wie du dir das denkst jetzt.
gibt es ja noch gar nicht so lange in der ausgedachten Chronologie, die du jetzt dir in die Vergangenheit denkst aufgrund deiner Erziehung. Mhm. Und dann gibt es ja diesen kurzen Aufbäumen 1940, wird alles blau in dem einen Video, bis Russland, bis Stalingrad. Da breitet sich dann der blaue Glaube aus, puff, und da fällt es plötzlich zusammen und dann hast du die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Also zuerst einmal Deutschland im Allgemeinen, wo man dann die DDR, wo dann abgetrennt wird, das ist halt die Geschichte, die du dir ausdenkst. Hätte man die in Elternhaus und Schule was anders eingehämmert, würdest du die andere Vergangenheit ausdenken. Das ist das, was ich meine. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ein Chemiker, der studiert gewisse Axiome und Gesetze. Und ich sage, es ist so unendlich einfach, wie wir im Mendeleev das entdecken, wie willst du Wassermoleküle entdecken. Das zertrümmert diese einfache Erkenntnis, zeig es mir. Es sind logische Konstrukte, die Vorstellungen aufbauen, aber es ist wie mit dem Klingelingeling-Beispiel. Der ganze Materialismus und die Religion und die Esoterik, solange du unbewusst chronologisch denkst, in dieser falschen Kausalität bist, die natürlich jetzt dann wieder nur eine Seite darstellt, ja, ist, wenn du im ewigen Hier und Jetzt wirklich bist, diese 200 Gramm rote Knete, die sich umformt, das, was ich sage, mit Reiz auslöst, es ist hundertprozentig sicher, dass in dir zum Beispiel ein Geräusch auftaucht, das du natürlich vielleicht aus von außen definierst. 4 Stufen der Vergessenheit. Beim träumenden Geist kommt nichts von außen. Ja. Und immer dran denken, in unserer Tora heißt es, der Herr der Schöpferkräfte fiel in einen tiefen Schlaf. Ich übersetze das einmal so. Und dann entnimmt Gott ihm diese berühmte Rippe, diese Zella. Ja. Das ist eigentlich ein Schattenaugenblick, wenn wir das mit Holofeeling übersetzen. Das ist eine Projektion, ein Gedanke, der in dir auftaucht, eine Projektion auf deinem Bildschirm, wenn wir die Computermetapher benutzen. Und er sagte, das ist deine Chava, das hebräische Wort für Eva. Interessantes Wort Chava. Im Langenscheid, wenn du in modernen hebräischen Wörterbüchern nachschaust, ohne biblische Namen, dann heißt es hier zuerst einmal etwas aussprechen, etwas ausdrücken. Ich sage jetzt einfach mal, erweitert sich etwas ausdenken und dasselbe ist ein Erlebnis. Kannst du das erleben als träumender Geist? Was du dir, ist das bei dir, sag mal schon was, Andrea, sag kurz. Ich höre. Ja, aber dein Ding macht wahrscheinlich Geräusche. Du musst ganz kurz, da schwingt sich was hoch. Das heißt, etwas nochmal, Chava, diese Eva heißt etwas aussagen, etwas ausdrücken, aussprechen und ein Erlebnis haben. Schau es nach in den Wörterbüchern, geh in Langenscheid oder was du gerade hast. Das heißt, mal erweitert das, was du denkst, erlebst du. Ein träumender Geist kann nur das erleben, was er sich denkt. Und in einem gewissen Maß ist auch deine sinnlich wahrgenommene Information im Sinn denken. Es sind deine Gedanken. Ja. Dass man natürlich auch immer wieder sagen, das Denken und das Danken ist diese Radix. Sage Danke für jeden neuen zerdachten Augenblick. Auf jeden Fall diese Eva, dieser Schattenaugenblick des Zeller, was mit Rippe übersetzt wird. Das ist übrigens, die Rippe ist ganz interessant. Das ist nämlich, kann man, wenn man jetzt ein bisschen fantasieren, kann man die Rippe auch Rip P lesen. Rest in Peace. Ja. Das ist hier, eigentlich heißt es nur eine Seite. Ja. Also nicht nur Rippe, sondern nur eine Seite, eine Facette. Ja. Und die wird vor ihm hingestellt und dann, das habe ich so oft erzählt, der Gedanke, du denkst dir was aus, es wird, du denkst es dir aus, aussprechen, ausdrücken, es wird vor dich hingestellt und dann wird das, das ist deine Chava, das ist das, was du erlebst. Und es wird jetzt wieder zurückgeführt in diesen Adern. Und dann heißt es, dann kommt der berühmte Keil und dann macht er zwischen dem Denker und dem Ausgedachten der Eva einen Keil, ja, den weiblichen. Den musst du wegnehmen. Das ist jetzt das Prinzip zwischen These und Antithese. Aber der eigentliche Adam ist die Synthese davon. Der ausgedachte, träumende Geist ist ein träumender Geist mit einer ständig wechselnden Information. Wir haben wieder zwei Seiten, das immer gleich bleibt. Ich sage die 200 Gramm rote Knete und die ständig verändernde Form. Der immer selbe Computer und die ständig wechselnden Bildern aufgrund des Programms, das im Arbeitsspeicher ist und da dort. Das ist eine perfekte Metapher für einen träumenden Geist. Das halt, genau deshalb gibt es diese Dinge in deiner Welt. Das ist eine reine symbolische Traumwelt. Und dann kann ich tausendmal sagen, in der Traumpsychologie, die es ja in deinem normalen Intellekt
auch gibt in der Esoterik, die Traumsymbolik. Da weiß jeder, ich denke mir das jetzt in die Kisten rein, Allgemeinwissen, jeder hat ja schon irgendwann noch mal was von Traumsymbolik gehört, dass im Traum dein, nenn es Unter- oder Überbewusstsein oder was auch immer, wie du das benennen willst, spielt dir in symbolischen Bildern irgendwas ein, es wird dir was sagen. Ein höheres, unbewusstes, geistiges, inneres Selbst wird dir was mitteilen in Form von symbolischen Bildern. Das akzeptiert, behaupte ich jetzt einmal, jeder gebildete normale Mensch, weil er ja was von Traumpsychologie hat. Ob er es glaubt oder nicht glaubt, ist einmal wieder nebensächlich. Aber jeder normal gebildete Mensch, und da zähle ich dich jetzt dazu, ich meine, blaues Ich, Trockennasen auf dem Programm, weiß was von der Traumpsychologie. Gibt es Bücher darüber? Musst dich nur wieder interessieren in deinem Internet und dann wirst du feststellen, wie viele Seiten und Zeug auftaucht über Entschlüsselung der Traumpsychologie. Und Holofeeling geht nochmal einen Schritt weiter, dass die jetzt sinnlich wahrgenommene reale Welt ist nur ein Traum, du bist ein träumender Geist. Dementsprechend ist auch alles, was du zu sehen bekommst, zum Beispiel jetzt die Corona-Pandemie, sind nur symbolische Bilder, die dir was sagen sollen. Ja. Aber ich will ganz kurz nochmal zu diesem Selbstbewusstseinstest übergehen. Ich sage, es ist hundertprozentig sicher, dass du mich jetzt sprechen hörst. Dieses Du ist ein rotes Du, ein Geistesfunken. Der mich sprechen hört, ist ein Geist, rot geschrieben. Das heißt, der ist nicht existierend. Der kann in keinster Weise vorgestellt werden. Du kannst dir das Wort Geist ausdenken. Mein tausendfach erwähntes Beispiel, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du an das Wort Nichts. Aber dieses Nichts ist ja schon was Existierendes, also kann das Wort Nichts gar nicht nicht sein. Weil es existiert ja zumindest das Geräusch Nichts, wenn du das Geräusch Nichts denkst. Aber dieses Wort steht ja für etwas Nicht-Existierendes. Jetzt haben wir wieder das große Problem, wo ich schon sage, wenn du irgendwas verneinen willst, dass es das angeblich nicht gibt, musst du das zuerst einmal definieren, um dann behaupten zu können, dass das nicht existiert. Gott existiert nicht, solche Stimmen, wenn du nicht dran denkst. Es geht, dass du dieses Prinzip verstehst. Das ist ganz elementar wichtig. Du wirst feststellen, dann zerbröselt es auch einen Großteil der ganzen philosophischen Schriften. Und jetzt ist es also so, du hörst mich jetzt sprechen und jetzt, wenn du in die Vergessenheit gehst, wie kannst du überprüfen, ob irgendeiner der Menschen, die in dir auftauchen, in deinem normalen Alltagsbewusstsein, ob der Bewusstsein hat? Es ist kein Beweis, wenn du jetzt irgendjemanden fragst, hörst du mich jetzt sprechen? Du meine ich jetzt nicht den Geist, der mir zuhört, sondern ich meine jetzt den Affen, der du zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt. Sobald du in diese Identifizierung gehst und du würdest jetzt irgendwie in einem normalen Gespräch, wir reden jetzt einmal von Brösel zu Brösel, wie der Udo das nennt, du fragst den einfach, hörst du mich jetzt sprechen? Dann wirst du feststellen, dass der jetzt erst einmal dich ganz komisch anschaut, weil was ist das für eine blöde Frage? Selbstverständlich höre ich dich jetzt sprechen. Und ich sage, der kann nicht anders, der ist so programmiert. Das ist überhaupt kein Beweis, wenn einer sagt, der hört dir sprechen, dass die Figur, die du jetzt denkst, diese Information dich sprechen hört. Schon die Geistlosigkeit beginnt schon, wenn du einen Gedanken von dir fragst, ob er dich sprechen hört. Und wenn du den Gegenüber, diesen Menschen blau gelesen, diese Person sinnlich wahrnimmst, bist du in der vierten Stufe der Vergessenheit. Da muss man wirklich die vier Stufen der Vergessenheit verstanden haben. Und ich erinnere jetzt zu dem Thema nochmal. Es geht nur darum, was du erlebst, was du mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib verspürt hast. Mein alter Satz, auch eine Phase der letzten 20 Jahre, jetzt gedacht als Zeitfenster, war mein Thema. Hast du schon einmal, du Geist, in Form deiner Personifizierung mit diesen Augen, durch diese Augen, das heißt eigentlich nur durch dieses Programm, Becken. Die Augen sind ja die Becken, diese Peripherie, diese Ecken, in die du dich hineindenkst, die immer nur deinen eigenen Intellekt widerspiegeln. Hast du schon mal mit eigenen Augen gesehen, dass irgendein erwachsener Mensch ein 10-jähriges Mädchen vergewaltigt und umbringt danach? Dann garantiere ich dir, egal wen du mir bringst, du wirst keinen finden, der das mit Ja beantworten kann. Du kannst ohne weiteres welche materialisieren, wenn du das willst. Wir sind wieder dabei, immer dran denken, wenn du jetzt dir dein Wissen bewusst machst, deinen Schwamminhalt bewusst machst,
dann sieht es folgendermaßen aus, dass alles, was du jetzt aufgrund deines Glaubens, deines Intellekts glaubst, das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst, dass das auch da außen existiert, da ist, kannst du das materialisieren. Das heißt, du kannst einen Sexualverbrecher materialisieren, weil du glaubst, dass da außen Sexualverbrecher gibt. Du kannst meine Hühnerfarmen kannst du materialisieren. Das ist aber nur ein Beweis, wie präzise dein Glaube, deine Beschwörungskunst wirkt. Dass die Beschwörungskunst so weit geht, dass du sogar sinnlich wahrgenommene Phänomene in dir aufwerfen kannst, realisieren kannst. Es bleiben aber trotzdem bloß deine eigenen Informationen. Das heißt, ich bleibe bei den Sexualverbrechern, was uns jetzt möglich ist. Ich sage, wir gehen in ein großes Haus, ich wiederhole das, habe ich auf so viele Selbstgespräche drauf. Und dann mache ich eine Tür auf und da sitzt jetzt einer in einem Zimmer und er sagt, es tut mir so leid, ich habe vor 6 Monaten ein Mädchen vergewaltigt, mich muss der Teufel geritten haben. Ich weiß nicht, es ist über mich gekommen, ich konnte nicht anders und es tut mir so unendlich leid. Das ist doch kein Beweis, dass es Sexualverbrecher gibt. Es ist ein Konstrukt deiner Logik, das du realisierst. Ich habe dich jetzt gefragt, kannst du das beschwören, ohne an Meinheit zu schwören? Hast du es mit eigenen Augen gesehen? Es ist immer wieder, du stehst vor Gericht. Jeden Meinheit, den du schwörst, hätte ich in dieser relativ, je nachdem, angenehmen oder unangenehmen Welt, hängt von deinem jetzigen Programm ab. Aber selbst wenn du jetzt ein angenehmes Programm laufen hast, sage ich dir gleich, auf Einatmen kommt Ausatmen. Das heißt, die Größten werden die Kleinsten sein. Also beneide um Himmels Willen nicht irgendjemanden, den es jetzt in deiner Definition besser geht, wie dir in Bezug auf die ausgedachten Personen. Beneide die nicht. Ich verweise auf meine Bergpredigt. Selig die, die jetzt hungrig sind und krank sind. Ich könnte jetzt sagen, selig die, die jetzt in der geistigen Finsternis leben. Bei denen wird nämlich als nächstes wieder hell werden. Aber wehe die, die jetzt reich, gesund und mächtig sind. Die jetzt satt sind und gesund sind. Die hungrig werden und sehr, sehr krank werden. Das ist das Spiel des Ein- und Ausatmen, solange du chronologisch denkst. Wenn du jetzt gesund bist, ich garantiere dir, du wirst irgendwann wieder krank. Ich sage dir sogar, wann das passiert, jetzt. Weil gesund und krank bloß gleichzeitig da sein können. Das Problem ist das chronologische Denken. Okay, wir gehen zurück zu unseren Sexualverbrechern. Ich sage, das beweist nichts. Es ist einfach eine Figur in einem Traum, die das behauptet. Aber warum behauptet die Figur das auch sinnlich wahrgenommen dann? Weil du dir die materialisiert hast, weil du dir deine eigene Geistlosigkeit beweisen willst. Weil du Recht haben willst. Wie oft sage ich, wenn in dir ein Rechthaber auftritt, einseitiger Rechthaber, der Recht haben will, der hat kein Recht. Wenn du das absolute Recht hast, willst du kein Recht mehr haben. Und du siehst, egal was einer behauptet, von seiner Perspektive, mit seiner Logik hat er doch Recht. Hätte ich den seine einseitige Logik, wäre das für mich auch nur das eine richtig. Weil er von den Kehrseiten, von den anderen Perspektiven, den anderen Möglichkeiten des Denkens gar nichts wissen will. Die aber nötig sind, um das heilige Denken zu erkennen. Das nur in Chats, nenne ich das immer, das Chat-Denken, in Komplexitäten denkt. Wenn ich dich frage, weißt du, was Politik ist oder Religion ist, sagst du ja. Und da geht es nicht mehr darum, ob das oder das, ob die Seite oder die Seite richtig ist. Weil das alles in den Ordner drin ist. Sehr reduziert die Tasse. Okay, wir sind jetzt wieder in dem großen Haus, wir gehen aus dem Zimmer raus, wir gehen in den Flur 2 Türen weiter, ich mache wieder eine Tür auf und da sitzt jetzt einer, mein altes Beispiel, der behauptet felsenfest, der wurde vor 6 Monaten von 80 cm grünen Mastmännchen entführt, die auf dem Kopf 2 30 cm lange Fühler hatten und auf dem rechten Fühler war ein Kiwi und auf dem linken Fühler war eine Erdbeere. Glaubst du dem? Das ist Fantasie. Das ist hochinteressant. Der behauptet, dass er ein 10-jähriges Mädchen vergewaltigt hat vor 6 Monaten, den glaubst du, weil es gibt ja in deiner Welt Sexualverbrechen. Aber der behauptet, er wurde von grünen Massenmännchen entführt, den glaubst du nicht. Ich weise darauf hin, die sitzen beide in der Psychiatrie. Ich will dir darauf hinweisen, wie trügerisch dein eigenes Ego, deine Logik ist. Wie leichtgläubig du bist, wie leicht du diesen Sachen auf den Leim gehst. Übrigens ganz nebenbei, es ist auch kein Problem, dass du einen Traum erlebst, wo dich Massenmännchen entführen. Das heißt, das, was der eine mit seinem Programm, in seiner Erinnerung, jetzt aus seiner Sicht, wenn du dieses Programm hast,
dann hättest du das Mädchen vergewaltigt, wenn du das Programm hast. Du hast aber das Programm nicht. Weil Genau. Bewusstsein kriegt so ein Programm nicht, das kriegen bloß KIs. Aber KIs wissen von ihrem Programm nichts. Nur das Bewusstsein kann sich Gedanken machen, wie ein Programm funktioniert, weil das eine Ebene höher ist. Ja. Es gibt so viele kleine Beispiele diesbezüglich. Es gibt so viele kleine Beispiele diesbezüglich. Das heißt, du bist eine Ausnahmestellung. Du bist, und jetzt wird es hochinteressant, was ganz, ganz Besonderes. Du bist nämlich der Einzige in dem Spiel, der immer ist. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Alles, was du prinzipiell, du Geist, prinzipiell zu sehen bekommst, immer an die Ehe denken. Das ist Sehen. Ja. Alles, was du zu sehen bekommst, ich kann nur einen kleinen Satz dazu sagen, lass es wieder gehen. Ja. Der Geist, die drei, ist These und Antithese, das ist die Ehe. Drum ist auch kein Zufall, wenn du in der Etymologie nachschaust, dass das Wort Ehe von Ewe, von Ewigkeit kommt. Kannst du in jeden Etymologie-Duden nachschauen, ob du in den Pfeifer reingehst, in den Kluge reingehst. Es spielt keine Rolle, es wird dir überall darauf hingewiesen, dass die Ehe die Ewigkeit ist. Dieser ewige Bund, die kymische Hochzeit, die Verschmelzung zwischen Denker und Ausgedachten zu einer höheren Ebene, zu dem, der symbolisch, was unser Adam oder unser Jahwe ist. Das alle heiligen Namen, wie oft habe ich das gesagt? Dieses JH, wir können das rot machen, die ersten zwei Buchstaben, dann heißt es die göttliche Quintessenz und WH, doppelt aufgespannte Wahrnehmung. Oder wir setzen nur das J als kleinen Gott und dann H, W, H. Das Ganze kann man auch Allah nennen. Das heißt Implosion, Explosion, Dual, du, nichts, was zu all. Ja. Dann haben wir den Allah, dann haben wir den Buddha, habe ich oft gesagt, B, Waff, Bola, verbunden, Rot, Bu heißt in dir und da heißt geöffnete Schöpfung. In dir ist die geöffnete Schöpfung. Das ist der Buddha. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ein kleiner Kurs in die Sprachmatrix. Wir machen ja keine esoterischen Spinnereien. Das sind die Schlüssel zum Verbinden. Und es ist halt nochmal, du Geist bist Geist. Und das Schöne ist, du spielst dein Leben weiter. Mir geht es bloß darum, fang an, dich zu beobachten. Fang an, wie sehr du dich quälst, selber quälst mit dem Glauben, der gar nicht dein Glauben ist. Mein Schwammbeispiel, so unendlich simpel und einfach. Und du wirst dir jetzt eingestehen müssen, und jetzt du, ich rede jetzt mit deinem Geistesfunken, was du dir eingestehen musst oder nicht eingestehen musst, hängt davon ab, wer du zurzeit zu sein glaubst, welche Rolle du spielst. Das ist jetzt der, der vom Computer sitzt. Aber du spielst auch alle anderen systemrelevanten Parameter. Es ist übrigens in unserem Widerspiel unsere berühmte Holger- und Andrea-Geschichte. Wenn du jetzt die Andrea bist, hast du einen ganz eigenständigen Film. Du hast Entscheidungen getroffen, immer wieder, und das macht in unserer komplexen Matrix der offenen Welt des Videospiels das, was in ständigen Wechselbildern von dir Geist erlebt wird. Wenn du der Holger bist, hast du auch Entscheidungen getroffen, das macht deinen Film. Und ich habe das Thema Holger Andrea, ein Symbol von Namen, ist ganz klipp und klar, dass ich sage, es gibt Möglichkeiten, dass der Holger glücklich mit Andrea zusammen ist jetzt in seinem Traum und die Andrea ist getrennt oder umgekehrt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, und was du erlebst, hängt ab von deinem jetzigen Intellekt, von dem Programm, den Schwamminhalt, der jetzt auf den Computer läuft. Aber der Computer ist der vorm Bücherregal. Okay. Und da du jetzt dieses Video hörst, für dich ist jetzt Holger und Andrea sind einfach nur zwei Namen und zwei Pixelmännchen. Wenn du mit Holofeeling länger bist, sind es Figuren, die dann in dir aufgetaucht sind aufgrund von Holofeeling. Es kann sogar sein, dass du die persönlich realisiert schon gesehen hast. Es gibt aber so viele, die Geistesfunken, die auch schon sehr lange sich mit Holofeeling beschäftigt, für die sind es nur Märchenfiguren. Genau. Es ist ganz wichtig, geh den Gedankengang mit. Mhm. Auch der Uhr zum Beispiel. Ich sage, die Märchenfiguren in der Märchen, die Figuren sind überhaupt nicht wichtig. Es geht um die Metaphern. Versteht das, was mit diesen Geschichten mitgeteilt wird? Ja. Da kann ich nur immer wieder sagen, die Märchen, die Metaphern verstanden, ist für dich, Geist, tausende Male mehr wert wie jeder materielle Reichtum. Materielle Reichtum
hat nichts mit Macht zu tun, ist vergänglich, so vergänglich wie dein eigener Körper. Schon in dem Moment, wo du nicht mehr dran denkst. Und wenn du wirst irgendwann jetzt einmal begreifen, dass du in einer Welt lebst, wo alle, nahezu alle um dich herum, alle des Kaisers neue Kleider sehen. Heute Morgen war so ein schönes, ich muss jetzt raumzeitlich werden, so ein schönes kleines Video drin über Bewusstsein in unserem Chat. Wo du ein Kinder kommt, der Peter Storten hat es reingestellt. Ja. Ist aber nicht vor ihm. Nee. Wo du einen Kopf, einen Hinterkopf siehst, ja, da wackelt dann so. Hier auf dem Video im Hintergrund ein Fernseher und dann ist dann Wasser auf dem Fernseher und dann heißt es, wenn jetzt der Fernseher, wenn du anschaust, das Wasser ist ja nicht nass. Ich mache das einmal in meinen Worten. Okay, und dann kommen plötzlich Gedanken auf dem Fernseher hoch und dann so würde ich einfach nur Gedanken. Das ist der Fernseher, bist du selber. Ja. Jetzt, zur Zeit, bist du dieser Fern, du schaust in die Ferne, du siehst deine Gedanken und so weiter und so fort. Aber das ist was Ausgedachtes. Du selbst habe ich jetzt blau gemeint. Ja. Was ist mit dem im Zuschauerraum, der sich das anschaut? Mhm. Wenn auf deinem Bildschirm Wasser ist im Computer, wirst du deswegen nass, wenn du der Computer bist? Wenn plötzlich Gedanken, Gefühle auftauchen auf dem Bildschirm, Trauer, Zorn, Hass, Schmerzen, spürt es der Computer, indem das auftaucht? Es ist diese Identifikation, dass ich immer die Kleinigkeiten mit der Hand, deine Hand hat keine Schmerzen. Egal was ist, dein Körper hat keine Schmerzen. Ich kann immer nur wiederholen, wenn man wirklich 20 Jahre studiert, wann denkst du eigentlich an dein Kreuz? Immer wenn du Kreuzschmerzen hast. Denkst du so an ein Kreuz? Dann existiert es nicht. Das, was nicht existiert, wird von dir nicht wahrgenommen. Es muss jetzt erst einmal was existieren. Aber interessant, immer wenn was existiert, sollst du was lernen, dann soll dir das was sagen. Dann kommt das Spiel, dass du dann immer nachschaust. Wenn du Kreuzschmerzen einmal hattest, wie geht's mir am Kreuz? Dann denkst du an das Kreuz, oh, heute geht's mir gut. Aber du meinst, es passiert zeitlich nacheinander. Wann denkst du an deinen Kopf? Wenn du Kopfschmerzen hast. Ich meine mal rein jetzt ohne, wenn du vor dem Spiegel stehst, sieht es anders aus. Du wirst dann irgendwann einmal merken, dein momentanes Programm in großen Fällen ist immer verbunden mehr an negativ wie an positiv. Wann stehst du und schaust in den Spiegel und sagst, meist sehe ich heute gut aus? Du nörgelst doch eigentlich bloß wie ein Weltmeister an dir rum. Dann passt dir die Frisur nicht, dann passt dir das nicht. Das heißt, wenn du nicht jetzt ein extrem aufgeblasener Egoist bist, der sich toll findet, was ja auch nicht unbedingt positiv ist, als Otto-Normalverbraucher, wenn du an deinen Körper denkst, hast du bloß was zum Rumnörgeln. Ja. So ein Schatz zu meiner Karin, habe ich immer gesagt, Karin, du wirst schon sehen, wo du noch hinkommst, wenn du an meinen nicht so rumnörgelst. Solange du etwas, immer diese einseitigen Ziele, solange du etwas Besonderes sein willst, etwas Besonderes anstrebst, dir wünschst, wirst du niemals bewusst erfahren oder erkennen, was es heißt, alles zu sein. Genau. Es gibt aber immer wieder die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gibt von den vielen besonderen Sachen eine Ausnahme. Das liegt die Besonderheit darin, dass du als Einziger nichts Besonderes sein willst. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, dass du alles bist. Alle die, wo was Besonderes anstreben oder sein wollen, sind nicht alles. Bis auf die eine Besonderheit, der das eben nicht will. Das ist das Gespiegelte wieder wie, wenn du was verneinst, musst du dir das denken, um behaupten zu können, dass es das nicht gibt. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip im Hintergrund bloß gespiegelt. Strebe diese Besonderheit an. Und dann bist du automatisch wunschlos glücklich. Du kannst dir mal fragen, wieso bin ich eigentlich nicht wunschlos glücklich? Deine Logik wird dir immer ganz logische Antworten geben. Ja, weil ich dieses oder jenes brauche, um glücklich zu sein. Ich sage dann immer, wer bestimmt jetzt? Das ist dein Intellekt. Aber ist es wirklich dein Intellekt? Ich verweise auf mein 20 Jahre altes Zungenpiercing-Beispiel. Meinst du, dass irgendein Jugendlicher, der ein Zungenpiercing sich schießen lässt, ein Nasenpiercing, dass er das machen würde, wenn er nicht irgendeinen Trend nachäffen würde, wo er dazugehören will?
wenn das keine Mode wäre, keine Zeiterscheinung wäre, immer dran denken, alles, was modern ist, ist modern. Es gilt übrigens auch für Wissen, für Glauben, für Religionen. Sobald du deine Zeitspanne größer aufspannst, wirst du diese Dürrigkeiten feststellen, dass alles, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, dieses Wissen von vergangenen Glauben, angelesenes Wissen, haben die an den Scheiß glaubt. Wie kann man glauben, dass man von der Scheibe sich befindet? Ist doch bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist. Es ist genau ich will sehen, den Wind, der die Bäume bewegt. Du kannst den spüren, du kannst die Bäume sehen, wie sie sich bewegen, aber nicht den Wind, den Ruach. Die Schatten, zeig mir das Licht, das die Schatten wirft. Ich würde dir beweisen, dass du mir das nicht zeigen kannst und nachher setzen wir uns einfach das Prinzip einer VR-Brille auf und dann siehst du plötzlich Bäume, die sich bewegen und du siehst Schatten, die geworfen werden. Aber mit Sicherheit nicht von irgendeinem Wind, der sich außerhalb vor deiner VR-Brille befindet und von irgendeinem Licht, das die Schatten wirft. Das sind reine arithmetische, logische Konstrukte in deinem Kopfkino. Das nur ein riesengroßes Videospiel ist. Ja. Das ist die Metapher, die ich dir jetzt in einer momentanen Primitivo-Logik anbieten kann, dass du einen kleinen Schlüssel hast, dich auf eine höhere geistige Ebene zu bewegen. Das Wachwerden, das Erwachen. Du selbst als Person hast da keinen Einfluss drauf. Die höhere Ebene wirst du nicht erreichen, wenn du von der einen Gruppierung, von der einen einseitigen Sekte in die Meinung der anderen, in die Perspektive einer anderen Sekte, einer anderen Religion, eines anderen Glaubens hineinspringst. Was übrigens auch schon wieder klares Zeichen ist, dass Holofeeling gar nichts mit Glaubenssysteme zu tun hat. Ich sage das immer wieder. Sobald du Holofeeling als irgendein Glaubenssystem siehst, das im Widerspruch zu anderen Glaubenssystemen steht, hast du vor Holofeeling nichts, absolut nichts verstanden. Ich sage mal, das ist die Tasse, es ist das Summa Summarum aller Glaubenssysteme. Dieses Besondere, wo ich gerade gesagt habe, das eben nichts Besonderes ist, sondern alles gleichzeitig. Auch alles gleichzeitig beschreibt. Der Supercomputer, der sämtliche Programme sofort installiert, wenn du die aufspitzt, egal welches Betriebssystem, welche Grundlage da ist, der jede Datei öffnen kann, egal in welchem Format es abgespeichert ist. Das ist ein Universalrechner. Darum sage ich, geht es nicht so arg mit dem Intellekt. Und zuerst einmal ist wichtig, dass du begreifst, was du selbst bist, dass du das verstehst und dass du das für dich erkennst. Wenn ich immer sage, du musst das Erste akzeptieren. Und da ist es natürlich ganz interessant, weil wir akzeptieren, da schreite ich schon mal das Tier an. Ich sage, das muss passieren, solange du noch glaubst, du bist der Trockennasenaffe. Darum sage ich mit der Erkenntnis von Holofeeling, dass du ewiger Geist bist, dieses Selbstbewusstsein, dieses Bewusstsein als Ding an sich rot geschrieben, das zurzeit nur die Rolle von dem Tier spielt, das jetzt vom Computer, diesen Affen spielt, der jetzt vom Computer sitzt. Das ist das Tier, lass mal gleich. Aber das Akzept ist interessant. Wenn du nämlich AK hebräisch ist, das Ak, kann man auch Eck sprechen. Das heißt, das da mal eben, räumlich wie zeitlich, eben ist flach und zeitlich ist jetzt. Das, okay? Ja. Das ist Akt. Dann heißt es ja nur bloß. Nur heißt flackernd. Es existiert, existere heraus, es existiert immer. Nur das, was eben hier und jetzt, bloß was jetzt in dir auftaucht. Das heißt Eck. Räumlich wie zeitlich flach und flackernd jetzt. Das ist das hier. Das ist Ak. Dann kommt Zep. ZB, die Geburt von Wissen. Gib ZB ein. Lauge, das ist die Geburt von Wissen, aber was du feststellst, das hast du auf der Wasseroberfläche schwimmen. Jo. Ak, Zep. Und Dirn, das Dir kannst du noch auch eingeben, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Der gespiegelte Intellekt, der erweckt wird, D-I-E-R. Ein gespiegelter Intellekt, der erweckt wird. Jetzt sind wir in einem System. Nur das Wort akzeptieren steckt eigentlich schon das ganze System drin. Ja. Diesen Worten kannst du natürlich nur folgen, wenn du zumindest rudimentäre Grundlage meiner göttlichen Vatersprache verstehst. Deus Deutsch nenne ich das immer. Göttliches Deutsch. Alemannisch, Allah, Manisch. Alle Sprachen der Welt fallen in dieser einen Vatersprache zusammen. Das sind wie Dialekte. Dia
auseinandergeschmissene Lektik. Wer ist der Lektor? Darum sind auch die Sprachen Untersysteme. Besser oder schlechter gibt es nicht. Das sind erst einmal systemrelevante Parameter. Das Hauptphänomen ist aber das Deutsch, rot gelesen. Diese göttliche Sprache. Aufs Blaue bezogen ist es in keinster Weise wichtiger wie irgendeine andere Sprache. Genau. Ich könnte jetzt sagen, Deutsch ist der Motor im Auto und Chinesisch, Nepalesisch oder was du nimmst, ist ein Kabelstecker. Und wir stellen ja fest, wenn der Stecker, der systemrelevante Kabelstecker nicht an der richtigen Stelle steckt, geht das Auto genauso wenig, wie wenn du den ganzen Motor rausmachst. Das ist nur ein Beispiel. Was musst du tun? Spielst erst einmal einfach deine Rolle. Es ist immer wieder derselbe Satz. Es macht dich aber allein. Es macht dich allein. Du wirst immer mehr feststellen, du kannst mit innerhalb als Figur, als Maske, Person unter anderen Masken, als Protagonist unter den ganzen Antagonisten, den Gegenspielern. Und immer daran denken, der Protagonist ist nicht nur die Hauptrolle, sondern auch der Regisseur. Der Protagonist ist letztendlich der Spieler, diese Figur in unserer virtuellen Welt, die sich in dir selber abspielt, ist derjenige, der den Joystick in der Hand hat. Das heißt, wenn ich ein Holger-Programm laufen habe, dann kann eine andere nicht anders sein, wie sie von mir geträumt wird. Aber aufgrund des Holger-Programms kann ich mir auch keine andere Andrea träumen, wie die, die jetzt mein Programm hergibt. Es ist wie wenn wir jetzt Rockstar nehmen, Rockstar ausgedacht in deinen jetzigen Intellekt, wenn du reingehst, ist ein großer Videospielentwickler und die haben zwei super Spiele. Das ist einmal das GTA, wo ich immer wieder sage, diese moderne Welt, meistens eine Gangsterwelt, und zum zweiten ist es eine Westernwelt, wo du also hier durch die Prärie reiten kannst. Das sind Rockstar-Entwicklungen. Und dieser Rock ist ja der Fels. Wenn wir das jetzt zu Form werden, zur auf Hebräisch. Die Geburt einer aufgespannten Rechnung. Und wenn du jetzt als momentanes Programm, sind ja immer Programme im Programm, die KIs in einem Videospiel sind ja, diese KIs sind ja Unterprogramme von dem Videospiel selber. Wenn du jetzt die Westernwelt laufen hast, dann lebst du in einer Westernwelt, und wenn du GTA laufen hast, dann lebst du irgendwie in einer Großstadt, meistens in einem Gangstermilieu. Selbst das kannst du dir nicht raussuchen. Und ähnlich wie in den alten Filmen jetzt, diese alte Symbolik habe ich schon eingestartet vor langer Zeit. Westworld, ein Film, wo du ähnlich wie in Total Recall gehst, fängst zum Träumen an und kannst dir vorher raussuchen, will ich eine Mittelalterwelt erleben, will ich eine Science-Fiction-Welt erleben. Ja. Mhm. Zeit ist immer jetzt. Mhm. Es sind nur verschiedene Geschichten, Geschichten in Geschichten. Chronologische Zeit musst du komplett überwunden haben. Genau. Und du spielst halt jetzt die Rolle, die du jetzt spielst, zu der Zeit, die jetzt deine Rolle, dein Programm hergibt. Mhm. Und ich kann immer wieder nur sagen, das, was ich dir erzähle, ist kein Science-Fiction. Das ist tausendmal mehr Realität, wie das, was du bisher als Realität betrachtet hast. Du bist ein Auserwählter. Lass das auf dich wirken. Du bist ein Auserwählter. Du bist die einzige große Ausnahme in deinem Traum. Du bist nämlich der, der immer ist. Die Figuren, egal an wen du denkst, inklusive deinen eigenen Körper, existieren immer nur in dem Augenblick hier und jetzt in deinem Kopf, wenn sie von dir gedacht werden. Ja. Wie das abläuft, bestimmt dein Programm. Und das kann ich immer wieder nur wiederholen. Versuch das bitte nicht, irgendeinen Gedanken, irgendeinem Menschen von Brösel zu Brösel, von Angesicht zu Angesicht zu erklären. Jetzt hast du die Möglichkeit, dass ich zumindest einige Egos in dir auftauchen lasse, die Kontakt mit Holofeeling haben, die ganz grob das Prinzip verstehen, dass ich sage, der, der jetzt dieses Gespräch hört, ist der, der sich alles ausdenkt. Aha. Ob er jetzt hier nur diese drei Brixelmännchen vor sich hat und er der einzige Reale ist jetzt in diesem Moment, wenn du dir das Video allein anschaust, wir können uns so viele Situationen denken, dass du jetzt mit irgendeinem Freund das Video anschaust, dann sind zwei Reale, den du ich nennst und den du auf deiner Farbbrille hast, wenn du deinen Gegenüber jetzt vor dem Monitor anschaust. Können auch drei, vier sein. Und die Pixelmännchen auf dem Monitor. Aber du wirst dann feststellen, dass der, wenn du jetzt nicht allein als Brösel vor dem Computer sitzt,
dass dein Gegenüber letztendlich auch bloß ein Pixelmännchen auf deiner Farbbrille ist. Der Vergessenheit. Ja. Und die werden auch alle so reagieren, wie sie programmiert sind. Also das musst du wirklich überwunden haben. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Du hast einen komplett eigenständigen Traum. Da kannst du in die Mythologie gehen, darum heißt es auch, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Jetzt macht dieser mythologische Satz eigentlich einen Sinn. Oder wenn du dann reingehst, wenn du einen Menschen tötest, jetzt in Bezug auf einen Trockenauslaufen, zerstörst du eine komplette Welt. Weil der Mensch symbolisch für ein Programm steht, das du vernichtest. Und wenn jetzt diese Figur verbunden ist mit einem Geistesfunken, also mit einem Protagonisten und ist nicht nur ein Antagonist, eine KI wie in einem Baller-Videospiel, wo du dann irgendwelche Soldaten abblätterst, abschießen tust, die ja eigentlich nicht im Hintergrund irgendeinen Spieler stehen haben, sondern nur reine KI sind. Das sind ja auch immer die zwei Möglichkeiten. Wenn du jetzt mit einer Figur in deinem Videospielwelt spielst, ist die Frage, ist dein Gegenüber bloß eine KI oder ist irgendwo Multiplayer-Modus, ist ein anderer Spielergeist da? Aber der andere Spielergeist bist du selber. Das ist das, was ich Geistesfunken nenne. Die Bücher, die Hauptrollen, waren immer vom selben Geist gespielt, vom selben Leser. Es gibt nur einen, der die Bücher liest, der aber sobald er sich mit einem Protagonisten als Leser mit einer Hauptrolle verwechselt, in die Vergessenheit geht. Das nenne ich dann Geistesfunken. Du hast aber den einen Satz nicht zu Ende gemacht. Welchen Satz? Mit dem, wenn du den Geistesfunken abknallst, hast du da irgendwo angefangen. Der Geist, ein Geistesfunken kannst du nicht abknallen. Kannst du ja nicht, ich sage immer wieder, du hast Figuren und die sind in der Regel nur KIs. In einem Multiplayer-Modus ist es definitiv so, dass ja hinter jeder dieser Figur dann ein ausgedachter Spieler steht. Wir sind immer im ausgedachten Bereich. Ich höre es nochmal an. Das ist, die KI selber sind in einem sogenannten Singleplayer-Modus, ist ja nur ein Geist da, das ist der Spieler mit dem Joystick in der Hand. Ja. Das ist übrigens ganz interessant, mir kommt da gerade eine, müsste ich fast hersuchen, wenn ich das auf die Schnelle finde, wie trügerisch, jetzt machen wir mal das ganz kurz in Bezug auf die VR-Brille. Eine kleine Sekunde, ich schaue, ob ich das Video noch ab. Ich glaube, da muss ich euch enttäuschen. Das wäre es aber wert gewesen. Das habe ich nicht abgespeichert. Warte nochmal, ich muss ein kleines bisschen. Deutsch. Da ist es doch, ich habe es gefunden. So, wartet mal ganz kurz, ich tue mal ganz kurz das Bildschirm. Es ist ein ganz verrücktes Phänomen. Es geht jetzt hier, ich gehe mal wieder in eine virtuelle Welt. Diese Videobrille, dass hier dein Geist dermaßen manipuliert wird durch Interpretationen, dass du sogar Gewicht und Widerstand spüren kannst, obwohl keiner da ist. Man sieht es jetzt schon, das kommt hier in dem Video gar nicht raus. Ich tue mal kurz den Bildschirm übertragen mit dem Ton. Es geht jetzt nicht um das Spiel oder sonst was, sondern es gibt ja so viele psychologische Versuche, wo du Gummihand, zweigeteilt eine Hand hast und eine Gummihand, oder wo dich einer streichelt, die Gummihand streichelt und ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen, und obwohl dann du eine Gummihand siehst und du meinst, es ist deine rechte Hand, spürst du das plötzlich, obwohl du da gar nichts spüren kannst. Und dasselbe sieht man jetzt hier. Da ist der Spieler, der diese neue Videospiele mit diesen Controllern, wo man die Finger einzeln bewegen kann, ausprobiert, dass der plötzlich Sachen hochhebt und der sagt, wie haben die das programmiert? Das ist ja verrückt, ich spüre das Gewicht. Da wurde nichts programmiert, das macht dein Geist selber. Wir schauen uns das einmal ganz, ganz kurz an. Ja.